Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, im Jahr 3, der Gefangene von Azkaban. Und wir... Was ist das da oben eigentlich? Ah, schau mal. Hier, dann können wir da... Ich weiß nicht, was Harry da die ganze Zeit noch in der Hand hat, aber wir haben das letzte Teil gefunden. Das ist ja wunderbar. Dann darfst du jetzt auch den ersten Schluck nehmen. Im Stärketrank. Hier! Ronald Weasley. Unschlagbar. Toll. Können wir hier eigentlich... Guck mal, das ist doch hier das Viereck. Könnte man das nicht hier unten reintun? Ach, hier sind noch Punkte. Sehr schön, Harry. Kann man das da unten nicht reinlegen? Das ist voll viereckig. Oder hier? Nee, ich glaube da... Angegangen gemacht. Na, dann gehen wir mal. Ron, kommst du? Ron kommt auch. Oh, da ist wieder was für Ron. Hier sollen wir auch wieder was machen. Ja, nimm den blauen. Ich habe ihn genau gesehen. Genau. Geh mal weg da, Ron. Wir brauchen die Punkte. Wir haben es schon das letzte Mal nicht geschafft, verstehst du? Sehr schön. Ron, mach du mal, weil du kannst den Ridiculous-Zauber. Wenn es geht, auf die Spinne. Mach schon. So, da ist was für Harry. Hashasa Mastasa. So. Hashasasa. Bisschen Phase gesprochen. Jawohl. Schön. Punkte, Punkte, Punkte. Oh, noch ein blauer sogar. Was sich hier in den Ecken immer ver... Nein, geh nochmal wieder dahin. Und schlepp weiter dein viereckiges Teil mit. Das ist toll. Was sollen wir hier machen? Oh. Geht los. Harry zaubert. Pass auf. Vielleicht sollte man da auch mal hingehen, bevor die Punkte irgendwie verschwinden. Na gut. Punkte! Was ist hier in der Ecke? Keine Ahnung. So, dann gehe ich hier mal runter, ne? So, geht ja. Hier ist schon wieder ein Teil. Er hat aber immer noch... Ach, das ist die Karte des Rumtreibers, die er da immer in der Hand hat. Jetzt checke ich das erst. Komme ich hier jetzt auch wieder weg oder werde ich jetzt hier immer wieder sterben? Das ist schön, dass ich das geschafft habe. So, die Spinne, die kann da schon mal rein. Wir können hier alles zerkloppen, das ist ja schön. Ja, dann machen wir das natürlich. Dann machen wir alles kaputt, ne? Haben wir auch direkt das nächste Teil gefunden? Nein, wir können was anderes zusammen basteln. So. Ah, hier haben wir noch ein paar Kirschen. Kommen da auch mit rein. Alles immer rein in den Topf. Wird ein guter Trunk. Was ist denn hier? Da, irgendwas da. Irgendwas Tolles zwirbelt da oben rum. Finden wir denn jetzt die Keule? Hier wahrscheinlich. Ah, jetzt kommen wir nach oben. Ah, okay. Ja, man muss immer ausprobieren, damit man hier weiterkommt. Da nutzt nichts. Ich kann die Rede und Gedenke einfach ausprobieren. Das ist, glaube ich, ziemlich effektiv in diesem Spiel. Was macht denn hier die Katze von Filch? Die ist auch überall. Entschuldigung. Oh oh. Oh oh, wir brauchen, glaube ich, einen Tarnumhang, oder? Ja, wir brauchen mal einen Tarnumhang. Was ist der denn?
darf. Oh, jetzt bin ich wieder drüber hinweg. Ja, besser ist. Können wir da mal reinhüpfen? So, oh, jetzt schnappt er sich den. Aber uns schnappt er nicht. Das ist schon mal ziemlich gut. Ja, und? Mach mal was. Nimm halt den, dann nimm halt den. Oh, muss er mir jetzt hier helfen? Irgendwie habe ich gerade schon wieder die Katze angemacht. Das ist gemein. Ja, aber alleine nicht. Vielleicht, wenn man es zu zweit macht, dann klappt es vielleicht. Was natürlich blöd ist. Wie soll ich das denn machen? Kann ich hier oben überhaupt was machen? Ich hätte, würde da gern... Ich muss doch da... Ah, okay, jetzt komme ich da doch ran. Ich möchte auf die andere Seite. Zack. Fred, Pullover gefunden. Okay, jetzt haben wir... Nein, haben wir nicht. Da ist immer noch etwas, was man sich holen kann. Wo denn? Das scheint dahinter zu sein. Da komme ich gar nicht ran. Und hier weiß ich nicht, ob ich da so rankomme ohne Hilfe. Können wir denen da mal nicht helfen? Du? Lass ihn mal in Ruhe. Genau. Lass ihn mal in Ruhe, du Vogel. Nein! Der soll mir mal helfen, Ron. Ron, komm! Ron! Ron! Ja, jetzt hilft er mir auch. Sehr schön. Oh, das kann nicht wahr sein. Ey, lass ihn doch mal in Ruhe. Fisch, du Vogel. Es geht auch immer nur mit Tatumhang. Lass ihn in Ruhe. Ich mach deine Katze fertig. Ey. Er lässt ihn einfach nicht mehr in Ruhe. Das ist so ätzend gerade. Wir haben es gerade schon fast geschafft, dass wir das hier zusammen hochheben konnten. Lass ihn, Mann. Dann mache ich deine Katze wieder fertig. Ich mach deine Katze nochmal fertig. Ja, das Problem ist, wie kommen wir jetzt zu zweit an Filch vorbei? Das ist ja die Scheiße. Jetzt hat er ihn wieder. Komm mit. Komm mit. Ich muss immer die Katze anzaubern, damit er hier vorbeikommt. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann. Jetzt habe ich ihn eigentlich. So. Ah. Ich würde Fisch so gerne, aber er reagiert nicht. Und dann muss ich so schnell wie möglich mal hier lang. Oh, jetzt vielleicht. Nee, natürlich nicht. Oh, das ist unglaublich. Wie nervig. Aber ich kann ja auch den Tarnumhang... Für die Katze kann ich den Tarnumhang ja auch abnehmen. Ja, Ron, hilf mir. Komm schon, wir schaffen es zusammen. Haben wir es geschafft? Wieso hat er mich denn jetzt? Ach so, Ron muss jetzt mir helfen. Das ist echt schwierig. Hier, komm, 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 komm. Kacke ist denn sowas hier? Wie scheiße kann denn so ein Quest sein? Aber wir haben es doch jetzt schon gehabt. Warum geht denn das nicht? Was soll denn der Mist? Ja, nee, irgendwie, das wird nichts. Komm mal hier hin. Eigentlich müsste Filch mal hier hinkommen. Hier so richtig schön in die Ecke, damit er nicht rumnervt. Komm mal rüber hier, du Vogel.
Nee. Ja, ich habe da irgendwie jetzt gerade keinen Bock mehr. Also ich bringe jetzt mal das Stück Fleisch dahin. Geht ja gar nicht. So, prima. Ach, jetzt sind wir die ganze Zeit unsichtbar, oder was? Auch ohne... Hä? Auch ohne Tarnumhang? Achso, dann muss Ron den nehmen. Wenn Ron den nämlich auch nimmt... Ja, okay. Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Oh, wie dämlich. Ja, klasse. Komm, Harry, hilf. Ja, haha. Manu, ey. Wie einfach es sein kann. Voll doof. Aber kann ja keiner ahnen. Okay, der hat noch ein Wappenteil. Was muss ich dafür tun? Achso, ich muss ein Slytherin werden. Ja, okay. Ja, wir sind ja nun kein Slytherin, ne? Wahrlich. So, schön Punkte. Mit Punkten sind wir eigentlich ganz gut dabei. Können wir dir irgendwie helfen da drinnen irgendwie? Ja, der hat einen Schlüssel. Was will der von uns? Der sucht, als ob der irgendwas sucht oder so. Du willst da dein... Mhm. Die pennen alle. Die haben wir auch noch. Schön, schön. Oh. Achso, nee. Ich wollte ja wieder... Nee, nee, bloß weg hier. Gott, bloß weg von Filch. Oder Filch. Ja, aber gibt ihm nur... Oder sehe ich das falsch und das hat damit gar nichts zu tun? Müssen wir jetzt einen Vielsafttrank irgendwie oder nicht? Hier ist was zum Bauen. Das könnte nützlich werden. Wozu ist das gut, die Geige? Ah, der will seinen Schlüssel. Nee, wir haben seinen Schlüssel bekommen. Wunderbar, jetzt können wir da hin. Aber um das Wappenteil zu bekommen, müssten wir uns doch vielleicht verwandeln oder... Ja, ich glaube, das ist ein Slytherin, wenn ich mich nicht täusche. Und der vielleicht Vielsafttrank, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah. Level abgeschlossen. Es ging ja schnell jetzt. Snape hat uns entdeckt. Professor Snape. Ja, das zweite Wappenteil hätte mir jetzt auch nicht viel gebracht. Dass ich die Punkte wieder mal nicht alle irgendwie habe, das ärgert mich mal wieder. Bei 88%, aber okay, wie ihr meint. Keine Steine. Schlechtes Level für mich. Jedenfalls gelaufen. Ein zweites Mal würde es vielleicht anders laufen. Obwohl, manche Sachen erkenne ich echt nicht. Da muss ich mir mal überlegen, wie man da überhaupt rankommt. Ich habe jetzt keinen Topf gesehen, dass man sich verwandeln kann. Vielleicht hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, den zu überlisten, dass er einem das Wappenteil gibt. Aber naja. Ich überlege gerade, ob wir... Hatten wir den Trank denn aber so auch drin? Nee, wir haben, können ja nur so zaubern. Geht also nicht. Und, ach so, ich... Ach, wir sind wieder hier im Hogwarts... Quatsch, Hogwarts. Im Gryffindor-Turm. Im Gryffindor-Gruppenzimmer. Ich muss mal eben kurz einen Cut machen, weil ich habe vergessen, auf die Zeit zu achten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Bis gleich.
Ja, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. So irgendwas mit 15 Minuten. Na, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich bin hier immer fröhlich. Was bringt mir das hier, das jetzt zu machen? Wir brauchen hier keine Punkte. Dann gehen wir erstmal raus. Was ist mit ihm denn? Okay, muss auf Klo. Raus aus dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Runter. Pfeil folgen. Wieder mal winke, winke, weil wir müssen die Treppe doch wieder ändern. Eigentlich ändern sich die Treppen selber in Hogwarts. Da kann man eigentlich gar keinen Einfluss drauf nehmen, aber in diesem Spiel anscheinend doch schon. Dass wir da dem Gemäldetypen Bescheid sagen. Was auch gar keine schlechte Idee ist, weil es ja auch eigentlich doof für die Schüler, dass wenn die wirklich mal wohin müssen oder so da immer warten müssen, bis die Treppe sich von alleine ändert. Klar, dadurch haben sie im ersten Teil da den Raum mit dem dreiköpfigen Wachhund entdeckt, aber wenn man jetzt wirklich zum Unterricht muss oder so, wäre schon nicht schlecht, glaube ich, wenn es da jemanden im Gemälde gibt, dem man sagen kann, hey, kannst du mal eben die Treppe? Sonst hängst du da ja echt und denkst, ey, du scheiß fucking Treppe, jetzt änder dich, ich muss zum Unterricht oder so. Also das würde mich, glaube ich, als Schüler auch leicht aufregen. So, wir sind ein bisschen schneller als Sir Nicholas. Konnten wir hier vorher hin? Ja, stimmt, das haben wir hier selber gebastelt. Ja, ja, klar. Achso, ja, Professor Lupin weiß zwar mittlerweile, dass Harrys Angst vom Irrwicht, der aus der Kiste ja die Ängste zeichnet, nicht jetzt mehr Lord Voldemort ist, sondern die Dementoren, aber das Problem ist, dass Harry immer wieder ohnmächtig wird. Und Harry möchte halt das irgendwie umgehen und gerne lernen, wie man damit umgeht. Allerdings ist Dementoren vertreiben. Und ich habe das ja damals nicht erklärt, weil ich dachte, vielleicht kommt das ja noch irgendwie in so eine Sequenz oder so. Ja, die Dementoren, die hier sind, die saugen einem ja die Seele raus und sind auch eigentlich die Wächter von Azkaban, dem Gefängnis von ganz schlimmen Zauberern. Wie in diesem Fall ja angeblich Sirius Black. Und ja, du darfst noch mehr anwachsen, du komischer Lego-Kopf. Ja, und damit er das lernt, muss Harry halt ein bisschen eigentlich, was ältere Zauberer eigentlich lernen, eher Dementoren zu verjagen, ist halt nicht so einfach. Und meistens wird er auch eigentlich noch ohnmächtig, während er mit Lupin übt. Oh, da ist einer. So, was können wir jetzt machen? Expecto Patronum. Ah, okay. Mach schon. Ja, wenn du da stehst und zitterst, wird das nichts. Mach schon. Macht er denn nichts? Ja, voll in die falsche Richtung, du Vollpfosten. Das war Nummer 1. Ein Dementor haben wir schon verjagt. Und, naja, und um das am besten... Bei der Musik muss ich immer an den vierten Teil denken, aber den... Doch, den spielen wir ja auch noch, stimmt. Den spielen wir hier ja auch noch, da ist Harry auch ein bisschen älter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist... Nein, du solltest da draufstellen. Okay, um zu üben, wie man Dementoren verjagt, ist es natürlich das Einfachste für Harry, einen Irrwicht zu nehmen, der sich halt in der Kiste als seine größte Angst, nämlich einen Dementor, ausgibt, auch wenn es gar kein echter Dementor ist. Und anhand dessen üben Lupin und Harry dann, wie man halt Dementoren verjagt, sagte ich ja bereits. Macht den Lego-Kopf wieder größer. Sehr schön. Da ist noch eine Kiste. So, wir müssen wieder üben, glaube ich. Oder? Nee. Nee, doch, müssen wir. Klasse, Harry. Du bist ganz toll, du machst es. Expecto Patronum heißt der Zauber, den wir hier lernen. Der ist, finde ich, ganz toll.
weil jeder Magier hat ja seinen eigenen. Nein, du solltest da eigentlich hochhüpfen, Harry. Das war nix irgendwie. Das machen wir nochmal. Klasse, Harry, klasse. Jeder Zauberer hat seinen eigenen Patronus. Und ich glaube, jeder von uns, der vielleicht mal Harry Potter gelesen hat oder so, fragt sich immer so, was ist denn, was wäre denn wohl mein Patronus? Was ja auch eine schöne Idee ist. Und man weiß es natürlich nicht. Aber jeder hat ein eigenes Tier. Also da erscheint dann quasi ein Geistertier. Und ich würde gerne mal dieses Ding da oben, genau, das wollte ich die ganze Zeit haben. Wenn ich den jetzt mache, dann ist vorbei, ne? Dann kommen wir hier wahrscheinlich mit einem Zauber. Gut, aber ich hab ja ganz viele Steinchen jetzt hier schon gefangen, dann können wir auch den letzten noch machen. So, der letzte Expecto Patronum. Jawohl. Schön. Ach, es fehlt noch einer. Wo ist denn hier denn die letzte Kiste, frage ich mich. Da wahrscheinlich da drinnen, ne? Hier drinnen. Oder was? Da, der hat die letzte Kiste, der Zauberer da. Komm mal her, du Vogel. Und in Harrys Fall ist es ein Hirsch. Komm mal raus, du. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Expecto Patronum freigeschaltet. Juhu! Unser vorletzter Zauber. Unglaublich, was wir schon gelernt haben. Und damit haben wir es. Gut gemacht, Harry. Wir sehen uns im nächsten Part von Lego Harry Potter. Harry Potter. Wir sehen uns dann, Harry. Harry, wir sehen uns mit dir hier im Spiel. Okay, bis dann. Tschüss.